eine Art kollektive Stressreaktion. Da ist eine Atmosphäre, die von Unsicherheit und mehr oder weniger subtilen Irritationen geprägt ist. Und weil Menschen sehr verschieden sind und auch verschieden wahrnehmen, führt dies in einer Gruppe dazu, dass es ganz verschiedene Interpretationen für die Situation gibt. Dies führt dann auch ganz schnell zu unterschiedlichsten Parteinahmen. Da keine klare oder noch keine klare, für alle sichtbare Ursache zu erkennen, aber ein hoher Druck zu spüren ist, führt all dies leicht zu Vermutungen. Aus denen werden dann auch bald Verdächtigungen, die übrigens auch oft die Leitung treffen, aber längst nicht nur, oft genug auch Minderheiten. In diesem Stadium gedeihen Verschwörungstheorien besonders gut. Es ist die Zeit der Projektionen und Stellvertreterkriege. Gerade die Stellvertreterkriege, also die Verlagerung eines unterschwelligen Konfliktes in andere Bereiche, sind ein großes Problem, weil dies zu Kollateralschäden führt. Der Druck im System kommt dann an den schwächsten Stellen heraus und fordert Opfer. Diese Dynamik wurde mir in einer schwierigen Situation erstmalig bewusst und ich verstand, dass es nur eine echte Lösung geben kann, wenn sich das eigentliche Problem zeigt. Probleme, so sagte ich mir, lassen sich eben nur da lösen, wo sie wirklich sind. So simpel das klingt, so oft verhindern Problemverschiebungen das Finden einer realen Lösung. Es geht darum, so formulierte ich damals für mich, das Problem auf sich selbst zurückfallen zu lassen. Soweit aus dem Buch. Unter all diesen Schatten, die wir im Moment erleben, ist viel verborgen. Nicht nur der Kern dessen, was wir leben wollen, sondern ja, haben wir wirklich schon verstanden, worin die Probleme bestehen? Ja, das ist für mich übrigens eine der provokativsten Fragen an den synodalen Weg in Deutschland. Das sind alles wichtige Themen. Aber wenn das heute anders wäre, hätten wir unsere Kernprobleme wirklich gelöst? Was braucht es noch? Vielleicht geistlich? Ja, vielleicht eine viel tiefere Erneuerung und nicht nur äußere Formen. Was wäre, wenn wir heute geweihte Frauen hätten, der Zölibat abgeschafft wäre und alles in der Kirche per Parlament bestimmt würde? Hätten wir unsere Probleme gelöst? Ich erlaube mir da ein Fragezeichen ohne diese Themen als wichtige Themen in Frage stellen zu wollen. Aber das zeigt, ganz so einfach ist es nicht. Ja, ich möchte das an dieser Stelle einfach so provokativ im Raum stehen lassen, die Beobachtung, dass in praktisch jeder Gruppe irgendwann mal solche Schattenspieler aufploppen, beziehungsweise die Gruppe, ich könnte da jetzt was aus dem Bereich des Coachings, die typischen Zyklen der Gruppenentwicklung anführen, das will ich jetzt nicht tun. Eine jede Gruppe in die Krise gerät und die Frage, was dann geschieht und die Frage, wie wir im Geist des Evangeliums da einen Ausweg finden können. Danke, ja. Wieder die herzliche Einladung an Sie, an euch, zu ergänzen, Erfahrungen beizusteuern, zu fragen. Die Zeit ist da. Norbert Lübcke, bitteschön. Ich teile Ihre Einschätzung, dass die Themen bei der Synode nicht alle Themen sind, die relevant sind. Und ich stelle fest in meinen Kontakten, dass nicht alle
auf der gleichen Stufe der historischen Entwicklung sind. Also es gibt da eine ganze Reihe von Ungleichzeitigkeiten, von unterschiedlichen Erfahrungen, von Leitungsämtern, von mutigen Bischöfen, von mutigen Laien, von feigen Bischöfen, von feigen Laien in der ganzen Bandbreite. Meine Frage ist, wie kommt man mit dieser Ungleichzeitigkeit klar und wo ist vielleicht der Schlüssel durch den Einbau von spirituellen Elementen oder wie auch immer dafür zu sorgen, dass man wirklich sagen kann, der Heilige Geist und wir haben entschieden? Also meine Leitungserfahrung sagt oder auch das, was ich woanders beobachte, dieses Phänomen ist praktisch die größte Herausforderung, die Sie in jeder Gruppe erleben. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die Charaktereigenschaften von Menschen, die Bewertungen, die wir für die Situation und füreinander auch haben. Ja, also das, was als Mut und Feigheit nach vorne tritt, kann Mut und Feigheit sein, es kann was völlig anderes sein. Weltbilder, die so verschieden sind wie Galaxien, auch Kirchenbilder, die so verschieden sind wie verschiedene Galaxien. Und dieses Gefühl der Hilflosigkeit, wie bringen wir es zusammen? Ich kann es eigentlich nur in der Hauptsache negativ sagen. Wir bringen es nicht zusammen, indem wir Redebeiträge zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten kreieren. Ich habe mich mal in den Stream bei den Synodalen Weg eingeklinkt. Das hat schon allein dadurch was Aggressives. Ja, das wird gar nicht bemerkt. Das ist typisch deutsch, solche Strukturen zu schaffen und unbedingt alles dingfest machen zu wollen. Aber das ist sicher keine Lösung, um dieses Problem zu lösen. Und das dürfen wir auch in der Demokratie nicht vergessen, haben wir das Problem auch. Es ist nicht immer eine Lösung, eine Minderheit einfach zu überstimmen. Ja? Das Problem ist nämlich damit nicht gelöst, das ploppt wieder auf, das geht in die nächste Runde und dahinter gärt ein Machtkampf. Also auch die Demokratie, wie wir sie heute kennen, als Mehrheitsdemokratie oder als repräsentative Demokratie, hat ganz, ganz viel mit Macht zu tun. Und von deswegen her sollten wir uns gut überlegen, ob es schon mit einer Abstimmung getan ist. Nicht, dass wir das nicht mal erst lernen sollten, wie Abstimmung geht. Also in den Orden haben wir da wahrscheinlich viel, viel mehr Erfahrung als die Großkirche, weil wir das öfter tun. Aber es ist schwierig und ich persönlich, mir fällt da auch nichts mehr zu ein, als das, was Papst Franziskus versucht, weltweit alle ins Gespräch zu bringen. Ja? Und das dauert lange und da darf man nicht morgen eine Lösung erwarten. Und wenn man so die neuesten Pressemeldungen aus Rom, das Giften gegen die Weltsynode, was ja dann auch auf höchster Ebene in der Leitungsspitze der katholischen Kirche ja auch da ist, das zeigt, wie schwierig das ist, weil halt eben auch noch die Frage nicht nur verschiedener Weltbilder, sondern auch die der Eigeninteressen dazu kommt. Ja, und das Ideal der Bergpredigt eines reinen Herzens, davon sind wir leider Gottes alle sehr weit entfernt. Danke. Schwester Emanuela, frage ich mal, haben Sie den Eindruck, dass es Interessenten gibt in unserer Kirche, die sich freuen über den Krisenmodus? Freuen weiß ich nicht. Bestimmt. Es gibt bestimmt welche, die sich freuen, dass Dinge, unter denen sie gelitten haben, ins Wanken gekommen sind. Ja, also gerade die, die dann halt bestimmte Verbote und auf dieser Ebene, wobei in Klammern, ich habe für mich so im Laufe meiner inzwischen ja nur schon etwas längeren Erfahrung im Orden, mehr und mehr bin ich dazu gekommen, dass wir ein ganz, ganz großes Missverständnis in unserem Kirchenbild oder in unserer Verkündigung auch haben, gerade im 19. und 20. Jahrhundert. Ich habe es für mich das moralische Missverständnis genannt. Wir verstehen alles moralisch, statt es existenziell zu verstehen. Und wenn ich da ins Alte Testament schaue, du wirst und nicht du sollst, weil du die Befreiung erfahren hast, wirst du.
Ja, und das ist sicher eine der größten Hypotheken, die wir haben, das mal wieder wegzuräumen. Und die Menschen, die unter diesen Verboten gelitten haben, ja, die freuen sich natürlich, dass die Dinge in die Krise geraten. Aber ich mache auch in der Begegnung mit Menschen immer mehr die Erfahrung, dass die allermeisten die Krise leid sind und sich nach Orten sehnen, wo es eine Kirche gibt, die einfach Glauben lebt, Evangelium lebt, die endlich diesen allgegenwärtigen Mehltau, der auf allem klebt von Frustration und Negativgerede, ja, wir haben es ja verstanden, dass wir ein Problem haben, aber es gibt ja keine Orte mehr, wo die Tiefenschicht, nämlich das gelebte Evangelium, zu erfahren ist. Na, also mir hat vor einiger Zeit noch eine Theologieprofessorin gesagt, sie wüsste langsam nicht mehr, und sie lebt in einer großen Bischofsstadt, wo sie überhaupt noch in die Kirche gehen soll. Ja. Und diese Erfahrung, glaube ich, bewegt immer mehr Menschen. Und ich glaube, wir sind so langsam an einem Umkipppunkt. Danke. Jan Hendrik, bitteschön, gerne. Du meinst mich vermutlich, ne? Ja, ja. Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, danke, Bernd. Ich habe eine ganz praktische Frage, Schwester Emanuela. Und zwar, Sie betonten das auch gerade mit Blick auf den Papst Franziskus, weltweit alle mitnehmen. Ganz praktisch an Sie, aus Ihrer Leitungserfahrung heraus, wie kriegen Sie es hin, in Ihren unterschiedlichen Leitungsfunktionen alle mitzunehmen? Was sind da Ihre einfachsten Tools, Ihre einfachsten Vorgehensweisen, Ihre Tipps auch an uns, weil ich das selber auch in meinem Revier, also an der Hochschule in Konstanz, merke ich, dass immer weniger Studierende Lust haben auf Leitung. Da ist es eine Frage. Und zwar vor dem Hintergrund der wachsenden Diversity, der wachsenden Singularität, des wachsenden Individualismus, Sie haben es angesprochen, der wachsenden Interessendivergenzen, die es kaum noch zu überbrücken gibt. Und ich mache sehr positive Erfahrungen mit dem Unterschied zwischen Konsent und Konsens, dass ich auch sage, bis 15, 20 Leute in einem Team, das kriegt man hin, dass man da hinterher eine Aussage dann auch von allen bekommt, wir können mit dieser Entscheidung leben. Wir sind zwar nicht begeistert, aber wir können damit leben, weil wir alle Vor- und Nachteile auch auf den Tisch gelegt haben. Welche Erfahrungen machen Sie da? Gerade weil ja Ihre Gemeinschaften, nehme ich an, ich kenne auch Aibing, die sind ja früher viel, viel größer gewesen. Und wie kriege ich das dann hin, dass ich als Leiter, Leiterin, vielleicht auch mit dem Blick auf Zeit und auf Rhythmen, noch ganz andere Tools oder Mechaniken auch nutzen kann? Also ich würde sagen, mal erst aus der scheinbaren Not eine Tugend machen. Ja, Vielfalt und Konsens widersprechen sich ja gar nicht. Nee. Ich kann ja mal erst aus der Freude an der Vielfalt einen Konsens machen. Ja, und wenn wir das in der katholischen Kirche oder überhaupt in der Gesellschaft wieder lernen, dann werden wir auch wieder richtig katholisch. Ne, denn eigentlich sollte alles darin Platz haben. Das klingt banal, ist es aber nicht, weil dieses Bestreben, alle das Gleiche, das sitzt historisch von den Prägungen her sehr, sehr tief drin. Also ich muss auch in Gruppen, auch in einem Orden mehr Vielfalt zulassen, auch von wegen. Wir machen die Erfahrung, die neu dazukommen, kommen auf immer verschiedeneren Zugangswegen. Ich hatte ja das außergewöhnliche Glück, als Priorin eine stark wachsende Gemeinschaft zu erleben. Und da muss man fähig sein, sich auf die verschiedensten Zugänge und die verschiedensten Persönlichkeiten einzulassen. Ja? Das ist also das eine. Und dem anderen gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir müssen Pluralität in kleinen Gruppen lernen. Und das kann man auch von den Orden lernen. Im Benediktinerorden ist üblicherweise jedes Haus autonom. Und der Abt Primas in Rom oder die Moderatorin der Frauen, die heißt nur noch Moderatorin, schon seit der Gründung des Zusammenschlusses der Frauen, die sind keine Machtträger, sondern Integrationsfiguren. Die haben im Sinne von Macht und Dominanz nichts zu sagen. Und ich erlaube mir mal provokativ die Idee, das könnte auch bei Bischöfen funktionieren. Leitung
rein als Integrationsfigur gegenüber kleineren autonomen Systemen, funktioniert im Benediktinerorden seit 1500 Jahren mit allen Streifen, mit allen Katastrophen, die es in dieser Geschichte gegeben hat. Aber ich glaube, gerade angesichts von Diversity und weltweit und verschiedenen Gangarten, ist das die einzige Lösung, übrigens auch für die Gesellschaft, weil die repräsentative Demokratie, die eiert ja auch weltweit und fühlt sich hilflos, weil die Menschen sich eben ohnmächtig fühlen, weil sie nicht beteiligt sind. Mhm. Und als wir jetzt den Aufbruch gewagt haben ins neue Kloster, hat uns ein weltweit Erfahrener gesagt, rechnen Sie damit, dass die beiden Teilgruppen ganz schnell eine eigene Farbe entwickeln. Vielleicht wird das eine das Traditions- und das andere das Hippie-Kloster. Überhaupt kein Problem. Zulassen, wachsen lassen. Danke. Dankeschön für die tolle Antwort und herzliche Einladung an Winfried Bittner, sich nun einzubringen. Schön. Ja. Ich wollte noch mal etwas sagen zu diesem synodalen Weg der Kirche in Deutschland und den Fragen und Themen, wie sie da behandelt werden. Diese Strukturen sind ja durchaus auch irgendwo kritikwürdig und Sie haben ja auch angedeutet, dass vielleicht das eigentliche Problem im Kern noch tiefer liegt und gar nicht an dieser Oberfläche oder in dieser Art und Weise, wie der synodale Weg geht, getroffen wird und gelöst werden kann oder behandelt werden kann. Und Ihre andere Aussage, dass eine Theologieprofessorin in einer Bischofs- und Domstadt kaum noch weiß, wo sie eine heilige Messe besuchen kann, also nicht örtlich gesehen, sondern wahrscheinlich inhaltlich oder von der Ars Celebrandi her gesehen, wirft die Frage auf, müsste es nicht auch für Priester eine Vertiefung der priesterlichen Spiritualität geben, die solche Missbrauchsfälle oder diesen Missbrauchsskandal auf Zukunft hin weniger werden lassen könnte oder vielleicht ganz auslöscht. Also ist das eigentliche Problem nicht eine nicht vorhandene priesterliche Spiritualität, die Weltpriester, Pfarrer, Kapläne, mitarbeitende Priester im Unterschied zu Ordensleuten, die in Gemeinschaft leben und eine klassische oder bewährte Spiritualität haben, auch mit heiligen Gründerpersönlichkeiten, wäre das nicht einfach eine tiefer liegende Frage in diesem Problem des Missbrauchs oder auch des synodalen Weges? Ja, das ist natürlich jetzt komplex. Vielleicht einfach mal zunächst zu der Professorin und dem Gottesdienstbesuch. Ich glaube, dass das gar nicht primär an die Adresse der Priester geht, sondern die Erfahrung feiernder Gemeinde fehlt. Ja, also wenn ich in die allerbeste Domkirche mit einem tollen Chor gehe, ja, und diese Domkirche 3/4 oder 9/10 leer ist, niemand mitsingt, wir uns durch Corona jede Form von leibhaftigem Ausdruck abgewöhnt haben, dann fehlt was anderes. Ich glaube, das sollte man gar nicht bei den Priestern abladen, die leiden genug darunter, was sie einbringen. Ja, wollen oder müssen, die freuen sich am allermeisten, wenn Gemeinde feiert oder freuen sich mit in den allermeisten Fällen. Also ich würde es da auf viel breitere Füße stellen. Natürlich ist eine Frage der Spiritualität und es ist eine Frage von Orten spürbar gelebter Spiritualität und die Frage geht uns alle an. Übrigens, dass da kein Missverständnis entsteht. Ich finde der synodalen Weg eine ganz gesunde und gute und wichtige Sache für die deutsche Kirche wie für die Gesamtkirche. Ich habe nur was gegen zu schnelle Lösungen. Ja, weil die funktionieren einfach nicht. Damit kommt man nicht weiter und mit dem Denkfehler, dass ich durch Struktur und Reglementierung die Lösung finde, den halte ich für erschreckend deutsch. Genauso wie diese ganzen Papiere, die endlos lang in einer, diese Wissenschaftlichkeit und Fachsprache und ja, wenn ich über ein Papier, das war ja die Katastrophe damit, der Abstimmung über das Papier, über die Sexualität. Ich glaube, das ist 31 Seiten lang. Ja? Jetzt müssen wir erstmal herausfinden, gegen welche Sätze es denn Probleme gab. Oder waren es überhaupt die Sätze? Waren es einzelne Inhalte? Und das lässt die Struktur jetzt gar nicht zu.
Ne, das war eine verfrühte Abstimmung, was da stattgefunden hat. Das war jetzt auch aus Coaching-Sicht einfach ein Fehler der Prozessgestaltung. Ja, das sind da ganz verschiedene Ebenen, die in Frage zu stellen sind. Und es ist einfach schade, wenn man dann über solche peripheren Themen letztlich streitet und gar nicht merkt, dass man über periphere Probleme streitet, statt über die eigentlichen Inhalte. Dankeschön. Ich denke, gibt es noch Frage, Kommentarbedarf? Sonst würden wir weitergehen in den Bereich der Rede, die ja, ja, nein, nein sein soll. Jawohl. Ja, das ist nämlich eins meiner Lieblingskapitel in dem Buch. Und ich möchte jetzt gar nicht viel anderes tun, als einen größeren Ausschnitt aus diesem Kapitel vorlesen. Sie werden merken, es geht gar nicht um das, was Sie auf den ersten Blick vielleicht erwarten. Als ich 16 war, nahm ich meine Mutter einmal beiseite und sagte besorgt mahnend zu mir: Du bist viel zu offen. Den genauen Auslöser weiß ich nicht mehr, wohl aber, dass es um eine Beziehungsfrage ging. Sie schien zu befürchten und hat es vielleicht auch gesagt, dass ich mal unter die Räder komme. Ob sie sich in ihrer Befürchtung bestätigt gefühlt hat, als ich mit knapp 21 Jahren ins Kloster gegangen bin, habe ich leider vergessen, sie zu fragen. Aus meiner Perspektive ist dergleichen in meinem Leben noch nie geschehen, weil für mich schon immer Offenheit und Klarheit zusammengehören. Als Teenager und mit Anfang 20 habe ich das noch nicht reflektiert, aber ich wusste immer, wo die Grenze war, die ich nicht überschreiten wollte. Da hat dann schon so mancher feststellen müssen, dass ich nicht so leicht über den Tisch zu ziehen bin. Offenheit ist eine Voraussetzung für eine positive Entwicklung in unserer Gemeinschaft, darüber habe ich geschrieben, und in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft. Und in einer Zeit der Krise habe ich mehr als vorher darüber nachgedacht. Wie viel Offenheit und wie viel Abgrenzung sind lebensdienlich? Und wie unterscheide ich, was wann dran ist? Schließlich habe ich meine Erfahrungen in einen schlichten Satz gefasst, der ein echtes Aha-Erlebnis und ein wichtiger Gamechanger für mich war. Der Satz lautet: Zieh die Grenze nur da, wo sie wirklich ist. Aber wird hier sogleich der Einwand lauten: Das ist doch immer automatisch so. Da möchte ich dann energisch widersprechen. Es ist leider fast nie so. Meistens gehen wir bereits in Abwehrhaltung, wenn wir das potenzielle Problem oder den uns mit seiner Person oder seiner Geschichte herausfordernden Menschen auch nur am Horizont kommen sehen. Und dann wenden wir alle Tricks an, die wir haben, um zu verhindern, dass es oder er oder sie näher kommt. Wir haben dazu eine Fülle von Vermeidungsstrategien zur Verfügung. Hier nur ein paar Beispiele. Ich tue so, als sehe und höre ich nicht. Ich erkläre, dafür bin ich nicht zuständig. Ich wehre mit einer dogmatischen Aussage ab. Es geht grundsätzlich nicht, das. Ich lasse mich verleugnen. Die ist gerade leider nicht zu erreichen. Ich vergesse es einfach. Ich gebe keine Möglichkeit, mit mir alleine zu sprechen. Ich verhalte mich bewusst kühl und abweisend, dass der, die andere mich gar nicht erst ansprechen. Diese und ähnliche Abwehrmechanismen und Vermeidungsstrategien sind für den Menschen, der auf mich zukommt, immer verletzend. Denn alle dieser Mechanismen haben eins gemeinsam. Sie transportieren eine Negativbotschaft, die zwangsläufig als Absage an die ganze Person verstanden wird. Wenn ich mein konkretes Problem nicht klar benenne, wirkt meine Abwehr als umfassende Abwertung und genau dadurch verletzend und verunsichernd. Übrigens in Klammern, hier sind wir in einem Kernansatz auch der gewaltfreien Kommunikation.
Die will genau das abschaffen. Ein ganz typisches Beispiel, dass wir widerspruchlos akzeptieren, ist das Drama um Dornröschen. Auch in diesem Märchen soll ein möglicherweise auftretendes Problem im Vorfeld vermieden werden. Die 13. Fee wird gar nicht erst eingeladen, weil befürchtet wird, sie könnte sich auf das fehlende Festtagsgeschirr empfindlich reagieren. Eigentlich ein banales und leicht lösbares Problem, aber irgendwie bemerken wir das gar nicht, wenn wir dieses Märchen hören. Die Folge ist katastrophal. Denn die 13. Fee fühlt sich ausgegrenzt und als Person abgelehnt. Sie reagiert mit einem Fluch, der das neue Leben trifft und letztlich das gesamte Leben im Schloss zum Stillstand bringt. Was für ein Bild! Ist sie wirklich eine böse Fee oder nur eine verletzte Fee? Ist ihr Fluch bewusste Bosheit oder nur die natürliche Konsequenz der Ausgrenzung? Wie hätte eine bessere Lösung aussehen können? Eine Alternative, die aber auch wirklich jeder Coach empfehlen könnte, wäre zum Beispiel gewesen, alle 13 einzuladen und kommen zu lassen und dann in die Runde das Problem transparent zu machen. Von diesem Geschirr gibt es leider nur 12 Gedecke. Was können wir jetzt tun? Ich bin mir sicher, es hätte sich erheblich mehr als nur eine Fee gefunden, die gerne aus einem anderen Geschirr gegessen hätte. Nur bis heute ist bei Dornröschen noch niemand auf die Idee gekommen. Offen sein und offen bleiben ist eine große Herausforderung. Ich muss jedes Mal loslassen, was mich gerade beschäftigt, was ich jetzt eigentlich tun wollte und mich möglicherweise von dem, was auf mich zukommt, in die Pflicht nehmen und auch in Frage stellen lassen. Aber das ist, so meine ich habe es eben schon erklärt, echter christlicher Gehorsam. Und das ist eine zutiefst christliche Lebenshaltung, auch wenn die Institution und manche ihrer Protagonisten noch so sehr versagen. Es ist die Haltung, in der Jesus den Menschen begegnet, was sich an vielen Szenen und Geschichten der Evangelien leicht zeigen lässt. Gleichzeitig lässt er in seinen Begegnungen nichts an Klarheit zu wünschen über. Bis hin zu der Peitsche, die er in die Hand nimmt. Danke, soweit der dritte Punkt. Danke, Schwester Manuela. Ja, herzliche Einladung wieder an Sie, an euch. Vielleicht auch eine Frage zu stellen oder einen Kommentar, der mit den anderen Punkten zusammenhängt, aber sich jetzt erst in Erinnerung ausgezeichnet hat. Und Sie, ihr wisst ja, Beiträge, Fragen sind nie falsch. Wilfried Hagemann, bitteschön. Herzlichen Dank, Schwester Emanuela. Ich dachte gerade bei der Offenheit, von der Sie sprachen, das heißt ja, ich höre jedem zu erstmal. Und damit fängt ja die Benediktusregel an. Höre Israel. Oder höre. Wie das schon bei dem Shema Israel, dem Urbekenntnis der Juden, drin ist, das Jesus sogar zitiert. Dieses Hören. Und man könnte den synodalen Weg nur wünschen, wenn ich selber ja, ehrlich wie Sie das eben auch gesagt haben, dass das Hören wachsen könnte. Und dann würde auch der Schlagabtausch im Vatikan sich anders gestalten. Und ich glaube, der Papst Franziskus ist so ein Hörender. Und er greift nicht einfach ein. Er schlägt ganz selten sozusagen zu, sondern wartet und hört. Wäre von ihm auch manche vor. Und vielleicht braucht es dieses Lernen in der Kirche heute, offener zu sein. Ich finde, wir müssten auch mehr sagen, was wir wirklich denken. Und wenn ich weiß, der andere hört mir wirklich zu, kann ich das auch sagen. Und wenn der andere
weiß, ich bin bereit, mich auch zu ändern. Also wie kann man zu so einem Hören kommen? Wie kann das in einer Gemeinde geschehen? Das wäre meine Frage an Sie. Natürlich sind wir alle ein Leben lang Übende im Hören. Aber mir ist wichtig, dass das hier auch nicht missverstanden wird. Das ist keine Softie-Tour, um die es geht. Also Jesus mit der Peitsche will mehr die Klarheit, muss unbedingt dazukommen, weil man ja sonst nie zu einem Ergebnis kommt. Und ich glaube, wir wären schon einen guten Schritt weiter, wenn wir schaffen würden, was ja die anglikanische Kirche geschafft hat, als es um die Frage ging, der queeren, homosexuellen und so weiter, Pfarrer ging es, glaube ich, damals darum, dass sie festgestellt haben, es gibt einen Konsens über den Dissens. Ja? Wir stimmen alle zu, dass wir uns nicht einig sind und sind trotzdem eine Kirche. Also ich glaube, wenn wir in einem Zwischenschritt das einmal schaffen, ja, festzustellen, weil das holt die Einheit auf eine tiefere Ebene und den Dissens in die Peripherie, dann merkt man eher, dass die Fragen, in denen der Dissens herrscht, vielleicht gar nicht die Kernfragen des Glaubens sind, ja, aber sie sind zentrale Fragen. Aber mal die Spannung aushalten, ohne den anderen zu verteufeln, ohne den anderen verbal auszugrenzen als nicht mehr katholisch oder sonst irgendetwas, ohne den anderen zu verdächtigen, ja, die Spannung auszuhalten, wäre, glaube ich, in einem nächsten Schritt enorm viel. Weiter habe ich keine Idee, wie die Lösungen zu finden sind. Die müssen wir uns schenken lassen. Dann hake ich gleich mal nach, Schwester Emanuela. Was hilft Ihnen denn als Priorin, Spannungen auszuhalten? Denn davon dürfte es jetzt gerade mit der Neugründung des Priorats oder des Klosters ja sicherlich nicht wenige geben und so weiter und so weiter. Zunächst mal hier eine Richtigstellung. Ich bin zurzeit keine Priorin. Wir wagen hier das Experiment, gemeinsam uns auf den Weg zu machen. Es gibt ja noch keine Ämter. Wir sind noch in einem Vorfeld. Wir sind hier eine Pioniergruppe von Gleichen, die gemeinsam versucht, also es ist noch keine Priorin vor Ort ernannt, weil wir als eine Gemeinschaft, als zwei Orten jetzt erst am Sondieren sind. Ja, funktioniert auch wunderbar. Ne, wir haben hier bestimmte Aufgaben aufgeteilt. Ja, und in der Vergangenheit habe ich für mich gelernt, jedes Leitungsamt ernst genommen, kostet Kraft, heißt Ballast zu tragen und fordert die Bereitschaft, auch negative Energien aufzufangen, für die ich nicht verantwortlich bin. So. Mhm. Und da lohnt sich für jeden, der sich in so einer Rolle befindet oder in sie hinein möchte, es braucht ein Stück, völlig unpathetisch meine ich das, es braucht ein Stück Kreuzesnachfolge, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Danke, ja. Das spricht mir aus der Seele. Ja, weitere Fragen, Kommentare, Erfahrungen. Ingrid, bitteschön. Ich lebe ja auch in einer Gemeinschaft schon seit langen Jahren und habe unterschiedlichste Erfahrungen gemacht, auch in der Leitung oder habe Leitung erfahren. Einer unserer Hauptpunkte ist ja Einheit und ich habe immer gemerkt, dass uns oft die Vielfalt fehlt. Weil wenn wir zu ähnlich sind, wenn wir zu gleich denken, dann ist die Gefahr manchmal, dass wir Einheit an Kleinigkeiten festmachen. Wie wir uns kleiden, in welche Kirche wir gehen. Und man überlegt nicht mehr, es geht nicht so sehr um die Menschen, um die menschliche Beziehung und wie tickt die andere eigentlich. Man hat keine tief schürfenden Gespräche, weil man sich eh gleich ist. Und mit der Zeit, und wir haben auch Leute unter uns, die ehrlich nicht sagen, was sie denken, weil sie nie danach gefragt wurden oder sie sich selbst nicht gefragt haben. Und ich finde, in meiner Erfahrung, was sehr, sehr wichtig ist, ist Diversität, Unterschiedlichkeit. Sonst kann man Einheit nicht erfahren, beziehungsweise sonst wird es ein harmonisches Gleichwerden.
Und damit dienen wir niemanden, uns selbst nicht. Und was will ich anderen Leuten dann davon erzählen? Von daher, also ich habe also nicht die Wichtigkeit von Einheit als Plus erlebt, sondern auch als das Vorhandensein von Vielfalt. Ja, danke. Ich denke, Sie bringen da etwas mit ins Wort, was ganz, ganz wichtig ist. Sie haben es nie. Also es gibt die Momente der Einheit in einer guten gemeinsamen Entscheidungsfindung. Es gibt die Momente auf dem Höhepunkt des Ringens, in denen die Diversität dann hoffentlich konstruktiv erfahren wird, aber vielleicht bis der Spannungsbogen bis zum Zerreißen ausgehalten werden muss. Und sie haben es nie. Für jede einzelne Situation, die es wert ist, überhaupt angeschaut zu werden als Inhalt, ja, fängt es von vorne an. Und in jeder neuen Konstellation fängt es von vorne an. Und das ist gar nicht schlimm, glaube ich. Ja, ich glaube, wir müssen uns damit abfinden, dass wir keine Rezepte haben, sondern alle immer wieder Suchende und Ringende, Fragende und dann eben auch ab und an finden bleiben. Danke. Ja, dann lade ich Sie ein, Schwester Manuela, mit uns den letzten Schritt zu gehen. Genau, der dann eben auch schon versucht, das Ganze ja auch spirituell noch ein bisschen abzurunden. Ich habe den überschrieben, die Quelle offen halten. Das ist für mich das wichtigste Bild und die höchste Motivation, ein neues Kloster zu starten. Einen Ort mehr entstehen zu lassen, wo Menschen versuchen, die Quelle der Spiritualität für sich und andere zu pflegen, zu öffnen vielleicht, offen zu halten, aus ihr gemeinsam zu schöpfen. Denn persönlich, und das ist die Pluszeite jenseits aller Krise, bin ich fest davon überzeugt, dass zu einem gelingenden menschlichen Leben Spiritualität gehört. Sie hilft gerade in den Grenzsituationen, das Leben zu bewältigen und zu deuten. Spiritualität stiftet Sinn. Und für mich ist es ein tragisches Paradoxon der gegenwärtigen Kirchenkrise, dass durch die Kirche als Institution für viele Menschen der Zugang zu einer ihr Leben tragenden Spiritualität erschwert oder gar im subjektiven Erleben verstellt wird. Ich bin davon überzeugt, dass alle Religionen Quellen der Resilienz sind, der Fähigkeit, schwere, ja dramatische Krisen und Ereignisse zu bewältigen. Jenseits der Überzeugung, dass das Christentum eine Offenbarungsreligion ist, halte ich dies für die existenzielle Quelle, aus der heraus Religionen in der Menschheitsgeschichte entstanden sind. Allein die Bibel ist voll von Geschichten der Resilienz, der Befreiung und der Erlösung. Die amerikanische Benediktinerin Joan Chittister hat Mitte der 90er Jahre ein Buch geschrieben mit dem Titel The Fire in These Ashes, deutsch erschienen unter dem Titel Unter der Asche, ein heimliches Feuer. Ich finde, das ist ein großartiges Buch und dieses Bild ist aktuell, wie wahrscheinlich in den 90er Jahren, zumindest in Deutschland, noch nicht. Im ersten Kapitel Fundamente eines neuen Anfangs beschreibt sie die Situation mit Worten, die mir für die derzeitige Situation der Kirche Mut machen. Zitat: Bestenfalls ist es eine schwierige Zeit für religiöse Gemeinschaften. Für die meisten von ihnen sind die glorreichen Tage der großen Gemeinschaften, der überquellenden Noviziatshäuser längst vergangen. Nach wie vor aber in bester Erinnerung. Manch ein Ordensmitglied fragt sich wehmütig, was mit seinem Leben geschehen ist. Andere Mitglieder
neuere, gleichgültig welchen Alters, können die Klage nicht mehr hören. Für sie ist diese Vergangenheit graue Vorzeit, die mit ihnen und ihrer geistlichen Entwicklung nichts zu tun hat. Ihr Sinn ist auf die Gegenwart gerichtet. Sie wollen eine lebensbedeutsame, vitale Gegenwart. Zitat Ende. Es heißt, Abschied zu nehmen von vergangener Größe, von Privilegien, von gewachsenen Strukturen und einer Menge Immobilien, gerade auch im ganz wörtlichen Sinne, der Unbeweglichkeiten und zu neuen Formen aufzubrechen. Darin gehen die Orden der Gesamtkirche schon seit Jahrzehnten voran. Allein dadurch, dass es uns noch immer gibt, sind wir zum Zeichen geworden. Für viele Menschen sind wir in ihrem realen Alltagsleben schon längst nicht mehr präsent. Und gleichzeitig sind wir so auffällig wie noch nie, sind zu Exoten geworden. Diese Erfahrung machen vor allem junge Ordenschristen, aber nicht nur sie. Denn Alter und Engagement sind kein Gegensatz. Dazu noch einmal Joan Chittister, Zitat. Es stimmt einfach nicht, dass das Alter uns hindert, ein erfülltes und kraftvolles Leben zu leben. Gerade das Alter ist der Punkt im Leben, an dem die Werte sich wandeln. Erst wenn das Alter kommt, entscheiden wir ganz frei, ob wir wirklich leben werden und wie und warum wir leben werden. Daher schockieren alte Pionierpersönlichkeiten weit mehr und beeinflussen die Gesellschaft viel stärker als Jüngere, erwecken in uns weit größere Hoffnungen als die Jugendlichen um sie herum, die möglicherweise bis zum Ende durchhalten, möglicherweise das werden, was sie sich ursprünglich vorgenommen haben und vielleicht sogar die Fähigkeiten wie auch den Kampfgeist dazu mitbringen oder auch nicht. Was könnte den Status quo mehr gefährden als erfahrene, furchtlose, selbstsichere ältere Menschen, die nicht eingeschüchtert, nicht gezähmt und nicht dafür bestraft werden können, dass sie unverschämt lebendig sind. Soweit Joan Chittister. Die Schwester ist inzwischen 85 Jahre alt und immer noch leidenschaftlich engagiert. Um was es jetzt hier und heute geht, lässt sich ganz schlicht mit Bildern aus dem Evangelium sagen. Salz der Erde zu sein und Sauerteig. Beides lässt sich ununterscheidbar untermengen und wird gerade so wirksam und relevant für das Ganze. Äußerlich wenig, ja sogar sehr wenig, bewirkt dabei sehr viel. Wir sind, zumindest in Deutschland und Mitteleuropa und auch in Nordamerika, nicht mehr die leuchtende Stadt auf dem Berge. Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land, aus ew'gem Stein erbauet, von Gottes Meisterhand. Dieses Lied ist auf dem Michaelsberg bei Siegburg entstanden, in einem Kloster, was der heilige Anno auch als Festung hat bauen lassen. Nein, das ist es heute nicht mehr, sondern wir sind gezeichnet von Verlust, Armut und Grenzerfahrung. Dieses Bilder des Evangeliums vom Salz der Erde und vom Sauerteig kreisen nicht mehr um Form und Institution. Sie sind eine Frage des Seins. Sie brauchen keine Institutionalisierung. Sie sind auch keine Frage von Anzahl und Alter, wohl aber der Leidenschaft. Es geht um das leidenschaftliche Gegenwärtigsein jedes und jeder Einzelnen von uns, im Kleinen, da, wo ich heute stehe. Und es geht in und trotz aller erlebten Schatten zugleich um die gemeinsame Suche, wie wir heute das Evangelium leben können und wollen. Es geht darum, die Quelle offen zu halten für uns selbst und für andere. Ich danke für Ihre Geduld.
Sie haben es uns nicht schwer gemacht, geduldig zu sein, Schwester Emanuela. Ein bisschen Zeit haben wir noch vor der Auswertung und dem Abschluss. Wenn jemand eine Frage auf dem Herzen liegt, Jan Dirk, wunderbar. Danke, du hast immer gute Fragen auf Lager. Danke, Bernd, für das Kompliment. Aber das ist jetzt der rote Teppich für Schwester Emanuela. Gut. Wie machen Sie einem Studierenden klar, als Schwester, den Unterschied zwischen guter spiritueller Führung und guter humanistischer Führung? Worin besteht für Sie in zwei, drei Eckwerten der Unterschied, wenn Sie sagen, okay, ich habe Leitungserfahrungen in einem Kloster und für mich ist das leichter als Christ, das jetzt zu vermuten. Aber ich möchte es von Ihnen einfach nochmal erklärt bekommen, weil Sie in einem ganz anderen Kontext leben und gelebt haben bisher als ich. An welchen zwei, drei Eckwerten machen Sie dann den Unterschied zwischen guter humanistischer Führung, den durchaus auch Studierende versuchen ja auch zu verlebendigen, wenn sie dann ambitioniert sind. Und es gibt leider Gottes immer weniger von dieser Sorte, die auch diese Spannung aushalten, die Sie eben angesprochen haben. Aber der Kern für mich ist auch dann als Christ, wenn ich mit Studierenden über Leadership und Ähnliches rede, was macht dann die spirituelle Führung in zwei, drei Sätzen aus für Sie? Ganz provokativ. Ich würde erstmal das Wort Führung abschaffen. Ganz bewusst spreche ich maximal von Leiten. Darf ich da reingrätschen? Ja. Ich komme aus dem Sport. Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr Handball gespielt. Und da habe ich gelernt, es führen alle. Meine Führungsphilosophie besteht darin, dass ich niemanden ausschließe, sondern ich sage, es führen alle. Es führt nicht nur derjenige, der den Ball hält, nämlich die Attention des begeisterten Handballguckers vorm Fernseher, sondern es führt auch der sich aussichtsreich positioniert und der von hinten vielleicht auch Störmanöver macht, indem er einfach schreit oder irgendetwas macht. Also, dann würde ich ein etwas anderes Wort nehmen. Ich würde von Impulsgebern sprechen. Genau, das tue ich dann auch. Ja, also es geht um Impuls geben. Genau. Ja? Und das kann ich auf sehr verschiedener Ebene. Natürlich ist der Unterschied die eigene Spiritualität und die eigene Gottesbeziehung. Ja. Und die schlichte Tatsache, dass es ein existenzieller, spiritueller Erfahrungsweg ist, da reichen Tools nicht. Ja. Tools sind viel zu wenig. Es geht um gelebte Wirklichkeit. Und wenn ich es ganz knapp halten will, dann würde ich einfach sagen, komm und sieh. Da folgen Sie einer anderen Spur, die das auch gesagt hat. Ja, danke. Bitte. Dankeschön, Schwester Emanuela. Sehr klar. Norbert, bitte. Ich möchte noch zwei Sachen dazu ergänzen und dann eine Frage stellen. Mein Leitspruch war immer zum Thema spirituell leiten. Wer leiten will, muss auch knien können. Und das Zweite ist, man muss für die schwierigen Mitarbeiter beten. Meine Frage bezieht sich auf das Offenhalten von Quellen. Die Botschaft des Auferstandenen war, fürchtet euch nicht. Sich zu trauen, das ist im Augenblick das Gegenprogramm zu dem, was wir in Social Media und in der Politik sehen. Da gibt es revisionssichere Formulierungen. Man hat Angst vor Shitstorms und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist mein Gedanke, der mir durch Ihre Gedanken gekommen ist. Vielleicht liegt es ja im Grundübel, dass wir zu viel Angst haben. Fragezeichen. Das sehen Sie nicht ganz falsch, würde ich sagen, Sie sehen es sogar richtig. Also wir als Christen, es geht um das Bekennen des eigenen Glaubens, Antwort zu geben aus der Hoffnung, die mich trägt. Und das sind die modernen Formen der Christenverfolgung, wenn man dann natürlich auch ausgesetzt ist allen möglichen Shitstorms, weil man überhaupt noch zur Kirche gehört. Ja, oder sagt, ich kann mit der Sache überhaupt noch was anfangen. Hören wir hier jetzt relativ oft von Menschen, die ja als Gast oder als Gottesdienstbesucher kommen, ne, dass im Umfeld schon kaum noch einer da ist, der noch Mitglied der Kirche ist, sich zu trauen.
Ja, da, wo ich gefragt werde. Also ich bin jetzt als Benediktinerin nicht diejenige, die aktiv Straßenmission betreibt. Das ist die Spiritualität und das Charisma anderer. Aber zu sagen, hier ist ein Ort, kommt und wir stehen dazu und jedem, der eine Frage hat und jedem, der sehen will, was es ist, versuchen wir so gut als möglich zu begegnen. Herzlichen Dank für die Antwort. Ich würde sagen, wir beenden jetzt, wir haben es fast 9 Uhr, den Abend, aber noch nicht mit dem Abschluss, mit dem Segen, mit dem Schlusswort, sondern mit der Evaluierung. Und die starte ich jetzt mal eben. Und Sie müssten sie jetzt alle sehen. Die herzliche Bitte, alle Fragen zu beantworten, weil nur so funktioniert das System. Und am Ende wird es dann veröffentlicht, sodass alle sehen können, was dabei herausgekommen ist. Und so hat auch Schwester Emanuela ein Echo. Ich hoffe, die Fragen sind einigermaßen so gestellt, dass sie auch hilfreich sind, gerade im zweiten Teil. Und auch für uns vom Hämmerle Forum ist es dann nochmal ein gutes Echo. Also ruhig aus dem Bauch heraus, bitte ehrlich, es ist ja eh anonym. Das soll ja dann auch ermutigen, nicht Nettigkeiten zu verteilen, sondern ehrlich zu sein. Und während Sie Ihr Beantworten antworteten, muss ich sagen, also ich hätte ja nicht gedacht, Schwester Emanuela, aber das, was Sie gesagt haben, ich werde mir das nochmal anhören, dann auf YouTube, weil wenn ich es dann zusammengestellt habe, das macht mich schon sehr, sehr nachdenklich. Sehr nachdenklich und also leiten braucht sehr viel Mut, Engagement und hat nichts mit das Schönmachen zu tun, sondern mit Aushalten, mit Geduld und nicht mit Geschwindigkeit. Also herzlichen Dank auch von meiner Seite, so während die anderen jetzt antworten, weil ich es nicht machen kann mit den Antworten, sage ich jetzt einfach mal so Ihnen auf diese Weise ein herzliches Dankeschön und es wirkt weiter, jede Wette, es wirkt weiter. Und ich freue mich schon drauf, Ihnen zu begegnen, den Schwestern. Es haben jetzt 48% geantwortet, kann ich hier sehen. Bernd, nimmst du mich bitte mal aus der Startseite raus? Aus der Start? Ich hab nur was gefragt, mehr nicht. Ach so, ja. Habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung. Ja. So, bist du so zufrieden? Danke. Ja, gut. Ich freue mich auch, dass der Gottlob Hess noch dazugekommen ist. Pensionierter evangelischer Pastor aus Ottmaring, Schwester Emanuela. Damit haben wir 2 protestantische Pasteure unter uns. Fehlt uns nur eine Pastorin, Volkmar. Hm? So, es haben 84%, ich denke, eine halbe Minute lassen wir es noch laufen und dann veröffentliche ich das Ergebnis. Und Sie, Schwester Emanuela, bekommen es dann auch zugemailt. Danke allen, die ein Votum abgeben. Und ich kann schon mal darauf hinweisen, dass die nächste Veranstaltung, Klaus Hämmerle Forum, das lässt sich auf der Homepage alles finden, mit Professor Bernd Körner sein wird.
so eine Fortführung des Themas, kann man heute noch von Gott reden? Aus seiner Sicht als Dogmatiker und großer Klaus-Hemmerle-Kenner sicherlich auch wieder interessanter Beitrag. Dann würde ich jetzt, wenn keiner protestiert, die Umfrage beenden. So, und die Ergebnisse freigeben. Sie müssten jetzt alle die Ergebnisse sehen. Können Sie kurz durchgehen? Also, die meisten haben durch Mail erfahren vom heutigen Abend, aber auch durch die Homepage, durch Freunde, Newsletter. Wie zufrieden sind Sie mit dem Abend? 82% sehr, Mittel 15, also Schwester Emanuela, das ist doch ein Erfolg, würde ich sagen, wenn man, auch wenn es kein christliches Kriterium ist, ist trotzdem kann man sich drüber freuen. Gibt es neue Erkenntnisse zum Themenbereich Leiten? 91% Antwort mit Ja. Also das ist so, für mich sind das so als alte Lehrerseele so Traumergebnisse. Glauben Sie, dass Top-Down in der Kirche vorbei ist und Leiten auf Augenhöhe sich durchsetzt? Nein, die Mehrheit. Ja, Sie haben ja schon gesagt, das Schlüsselwort heißt hier vermutlich große Geduld, nicht nur Geduld. Aber wenigstens die Hoffnung ist mit einem Drittel noch vorhanden. Können Sie im Krisenmodus der Kirche wirklich gut leben oder ist das für Sie unmöglich? Die große Mehrheit sagt ja, ich kann darin leben. Ist es für Sie denkbar, so klar zu sein, ja, ja oder nein, nein, statt vielleicht? 61% antworten mit ja. Die Unsicheren sind auch nicht gerade wenig, aber das ist schon eine Ermutigung. Ist Spiritualität eine Quelle für zukunftsoffene Leitung? Also 97% mit ja, solche Werte gibt es selten. Spiritualität als wichtige Quelle. Freue ich mich natürlich besonders. Haben Sie andere zu dem heutigen Abend eingeladen? Ja, einige, nein, die andere Hälfte, also wunderbar. Das freut mich sehr. Und würden Sie einen kurzen Nachbericht, 5 Zeilen für die Homepage mir zur Verfügung stellen? Es hat auch jemand ja angegeben. Das freut mich sehr. Mich freut allerdings auch, wenn jemand sagt nein, weil jede und jeder ist frei und das liebe ich immer mehr, je älter ich werde. Schwester Emanuela hat ja ermutigt, wenn man älter wird, darf man ruhig auch sich noch mehr trauen und mutig sein. So, beende die Freigabe und will nur eben kurz die Ergebnisse runterladen, so, damit sie uns nicht verloren gehen. Bin sofort wunderbar wieder so. Und nun können wir die schließen. So. Ja, herzlichen Dank, Schwester Engel. Darf ich Sie bitten, mit uns den Segen zu beten? Und wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war auch ein geistlicher Abend. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und tut meiner Seele gut. Aber ich glaube, das geht den anderen ebenso. Inhaltlich, geistlich, danke. Gerne und ich danke für die Einladung. Und so segne und behüte uns und alle, die unserem Herzen nahestehen und die, die uns fremd und feindlich gesinnt sind. Der allmächtige und gute Gott, der das Leben will, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank. Dann sage ich auf Wiedersehen, alles, alles Gute Ihnen, eine gute Nacht. Danke, danke. Wiedersehen. Auf bald.